Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. Und ihr seht, wir sind wieder auf dem Ragnarok-Server und bei mir dabei einer von den Bros, Dante. Hallöchen! Da ist er, genau, das ist der Mann mit dicken Valhalla-Bart und der irgendwie immer mit halbnacktem Arsch rumrennt. Einer von den Admins hier auf dem Server. Und ihr merkt es natürlich, es hat sich in letzter Zeit einiges getan. Wir sind jetzt hier gerade mit Schneeweißchen. Das ist ja der Rex von Memphis, der leider nicht mit dabei sein kann, weil Memphis leider immer noch, sagen wir, explizite Probleme mit seinem Internet hat. Genau, deswegen haben wir Schneeweißchen als Ersatz geholt. Genau, damit wenigstens irgendwas von Memphis mit dabei ist, weil Memphis gehört nun mal halt mit zum Inventar, der gehört mit dazu. Und warum machen wir dieses Video? Ganz einfache Sache, diesen Server, wo wir jetzt hier gerade drauf sind, den wollen wir diesen Monat am 28. für euch aufmachen. Genau. Richtig auf, das heißt, dieser Server geht public, ohne Passwort, ohne Whitelist. Wir wissen, dass das Wahnsinn ist, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Wer weiß, ob das wirklich hinhaut, aber wir wollen es wenigstens ausprobieren. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auf diesem Server hier mitzuspielen, dann könnt ihr das ab dem 28. tun, wenn Halloween startet. Genau. Wir werden auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, normal, Halloween wird ja sowieso auf dem Server laufen. Das wird ja sowieso eingestellt. Dadurch, dass wir am 28. den Server public machen und ja am 31. Oktober ja Halloween ist, haben wir das nämlich so abgesprochen, dass zu diesem Event mit der Eröffnung nämlich die Halloween-Mod draufgezogen wird, damit wir eine ganze Woche, die geht wirklich vom 28. bis zum 4. November, Halloween hier drauf haben. Da könnt ihr wirklich alles mitmachen, tun und was ihr wollt. Bloß ab nach dem 4. ist natürlich dann alles wieder verschwunden. Ja gut, irgendwann muss natürlich dann auch mal gut sein. Genau. Ja, aber das klingt auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil. Und die Sache ist natürlich, wir sind hier gerade auf Ragnarok, das ist ja im Moment sowieso so die Map überhaupt bei Ark, da will ja wirklich fast jeder drauf spielen. Und ist natürlich gerade die geile Sache, weil die Map gerade wieder ein Stück erweitert worden ist. Genau. Es ist ja ein Stück von der Wüste freigeschaltet wieder. Mhm. Und wir haben Mods auf diesem Server, das ist kein normaler Vanilla-Server. Wir haben, ich glaube, 13 oder 14 Mods haben wir. 14 Mods haben wir. Ich habe dazu schon eine Kollektion gemacht. Link wird dann unten in der Beschreibung drin stehen, damit ihr euch das schon mal vorher runterladen könnt, damit ihr auch schneller auf unseren Server kommt. Genau, man könnte jetzt auch noch irgendwo hintackern, was es für Mods sind, aber lasst euch einfach überraschen, seht euch die Kollektion mal ganz in Ruhe an, sind ein paar richtig krasse Sachen mit dabei, sind auch nicht so riesengroße Mods, die jetzt irgendwie, was weiß ich, auch für Leute eben mal da sind, die jetzt nicht so ein hammerhartes Internet haben. Genau, vor allem die beliebte Glasmod ist drauf. Boah, da freue ich mich am meisten drauf, Ganz ehrlich. Und wir haben die Extended Raft Mod drauf, wo man dann wirklich die größeren Flöße, ich weiß, ich glaube, es heißt Flöße. Ja, Flöße. Ich kann mich damit einfach nicht auseinandersetzen, ich vergesse es immer wieder. Damit kann man extrem geile Hausboote bauen, was natürlich hier auf Ragnarok auch geil ist, weil wir haben hier extrem viel Wasser. Ist ja nun mal so. Haben wir das nicht eigentlich bei fast jedem? Und Scorched Earth nicht. Ja, okay, da hast du recht. Stimmt. Ja, da weiß ich gar nicht, warum sie da überhaupt ein Floß oder so mit reingepackt haben. Das könnten sie normalerweise auch rausschmeißen, weil das bisschen Wasser, was da ist, da brauchst du keinen. Ja, so wie beim roten Obelisken, ne? Das bringt's ja. Das ist es, ja. Naja. Nein, aber wie gesagt, wir wollen es auf jeden Fall versuchen, dass wir hier am 28. einmal public starten. Wir wissen, dass es da Probleme geben wird und wir wissen auch, dass das Theater geben wird, weil leider bleibt es nicht aus, dass es immer irgendwelche Leute auf solchen Servern dann gibt, die meinen eben halt, dass sie Theater machen können. Ist nun mal halt so, können wir nichts dran ändern. Wir versuchen es aber trotzdem. Falls es nicht klappen wird, müssen wir es halt eben anders machen. Dann machen wir es mit einer Whitelist. Dann müssen wir die Leute nun mal halt eben runterschmeißen, die Theater machen. Die Sache ist aber, es ist am Server so eingestellt, es wird, ich weiß nicht, alle 2-3 Stunden wird, glaube ich, gespeichert. Heißt also, da passiert nichts, wenn wirklich massiv was kaputt gemacht worden ist, also wird die Map einfach zurückgesetzt. Ja, also die Speicherung erfolgt immer 4 Uhr, 9 Uhr und 16 Uhr generell. So. Da erfolgt also Neustart. Der Server ist ungefähr dann 10 Minuten verschwunden. Eine Warnung gibt es vorher auch, damit ihr Bescheid wisst. Auch wenn ihr auf den Server drauf geht, habt ihr die Uhrzeiten nochmal drauf, falls sich die Uhrzeiten mal ändern sollten. Also es wird immer alles angekündigt. Deswegen solltet ihr, wenn ihr auch hier drauf geht,
vor allem bei uns mit auf dem Discord joinen. Denn dort sind dann nämlich immer die Mitteilungen drauf, was den Server betrifft. Geschweige denn, falls es mal Probleme geben sollte auf dem Server, wie zum Beispiel, ihr kommt nicht drauf, weil eine Mod irgendwie rumspinnt oder sonstiges, da könnt ihr dann auch uns Admins direkt kontaktieren oder einfach in den Discord mit reinschreiben. Dann können wir sofort reagieren, weil wir sind nämlich über den Discord eigentlich immer erreichbar. Das ist es nämlich. Das ist das Gute an diesem Ding, weil es den Discord eben halt auch als Handy-App gibt. Und die haben wir nun mal halt auch drauf. Und man ist halt 24 Stunden am Tag wirklich über dieses Ding erreichbar. Und da man eben halt, das ist ein Nitrado-Server, das ist auch das Coole. Wir können also auch per Nitrado-App auf dem Handy auch auf den Server zugreifen. Das heißt, man kann alles eigentlich recht fix machen, auch wenn man vielleicht mal nicht zu Hause ist. Deswegen ist das gar nicht mal verkehrt. Und die Sache wird dann sein, jetzt fragen sich die meisten bestimmt, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein PvP-Server? Ist das jetzt ein PvE-Server? Generell ist das hier ein PvE-Server, yeah, baby. Weil Ark nun mal halt, ne, die meisten Leute bauen halt gerne, wollen Dinos züchten. Nur wir wollen natürlich auch alle ansprechen von euch, jetzt auch Leute, die eben halt gerne mal, ne, sich auch mal an die Gurgel gehen. Und da verweise ich dann jetzt weiter an Dante, weil Dante wird euch erklären, was wir da vorhaben. Das klingt nämlich recht interessant. Genau. Also wir haben uns das eigentlich vorgenommen, dass wir eine Arena bauen werden. Die wird bis zur Eröffnung auf jeden Fall fertiggestellt werden. Da werden wir Events mitmachen, so dass zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Events starten, in dieser Arena eine PvP-Zone sein wird, wo ihr dann natürlich alle mit teilnehmen könnt. Regeln wird es dazu natürlich geben, dass ihr natürlich nicht mit OP-Waffen da ankommt, ne? Ein Schuss, ein weg, ne? Das geht natürlich dann nicht. Aber es wird tatsächlich dann so laufen, dass ihr dann dort kämpfen könnt. Ihr werdet dann dementsprechend auch noch einen Preis gewinnen. Diesen Preis müsst ihr dann eventuell, falls wir das so planen werden, verteidigen. Ihr habt zum Beispiel dann 3 Wochen Zeit, diesen Preis zu verteidigen. Denn jeder hat dann die Möglichkeit, bei euch einzugreifen, um dieses Artefakt euch zu klauen, zum Beispiel. Genau, damit es auch ein bisschen spaßiger genau. wird. Oder halt wird es auch Events geben, dass ihr dort gegen Dinos kämpfen müsst. Das kann auch passieren. Damit es halt mal so eine kleine Abwechslung geben wird. Dass zum Beispiel ein Mann gegen, was weiß ich, 5 T-Rex kämpfen muss. Ich werde mich dann also aus solchen Sachen also schon mal generell raushalten, weil das wird sonst ein extrem kurzer Kampf. Leider für mich. Ja, nun, wer weiß, ne? Vielleicht hast du auch Glück, dass ja, du so 10 Minuten mitlaufen kannst, ne? Ja gut, das kann ich natürlich auch. Nein, ist natürlich die Sache, ihr werdet also eben halt Sachen gewinnen können, ihr werdet zum Beispiel jetzt auch nicht nur Artefakte gewinnen können, es gibt dann halt eben ersten, zweiten, dritten Platz, es wird zum Beispiel auch da, ihr seht das, die Map ist groß und die Leute, die auf solchen Servern sind, die bauen natürlich auch gerne groß, die hauen sich da nicht nur irgendwie so eine Mini-Hütte hin, die wollen natürlich richtig was reißen, wird es natürlich auch Ressourcen zu gewinnen geben. Wir sagen dann einfach mal, der erste Platz kriegt dann 5.000 Ressourcen seiner Wahl, der zweite 2.500, der dritte 1.000. Da kann man sich dann eben halt aussuchen, was man will, wenn man gerade Eisenmangel hat oder Obsidianmangel hat. Das kriegt man dann eben. Richtig. Da kann man dann gucken, damit halt eben so ein bisschen Abwechslung mit da drin ist und das auch wirklich Spaß macht. Und wir wollen natürlich wirklich hoffen, dass das alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Und als kleinen Schmankerl gibt es dann noch was ich so jetzt, glaube ich, schon mal verraten kann, weil das sowieso passieren wird. Ob das andere hinhaut oder nicht, ist vollkommen egal. Alex Botes DGZ kennt ihr ja bestimmt auch. Das ist ja einer von meinen Kollegen, den normal Dante jetzt ja eigentlich auch schon kennen müsste. Nee, der hat mir den anderen ist Spitznamen verpasst. Genau. Genau das. Das ist einer, der wohl mit uns unter größten Alkoholikern, die es in Deutschland hier wirklich gibt. Wir sind ja wirklich die Hardcore-Arc-Spieler. Wir können ja fast gar nichts anderes. Und es gibt auch noch Alex hat mich gefragt. Ja, ich hab's mal gehört. Ja, ich hab da was in der Steam-Bibliothek, das gammelt da immer rum, aber ich gehe da nicht drauf. Okay. Das ist mir zu doof. Das muss ich mir nachher mal angucken, du. Ja, doch, da gibt's so ein paar, ich weiß, aber ich gehe da auch nie drauf. Das ist, weiß ich nicht. Nein, Quatsch. Es geht dann ganz einfach darum, Alex hatte mich gefragt, sagt er, Digga, pass mal auf, du hast doch einen Arc-Server. Ja, ich sag, klar, sicher, Nitrado, Alex ist auch mit hier drauf auf dem Server. Und er sagt, wir gehen jetzt alle davon aus, Aberration wird am 31.10. released. Gehen wir mal ganz stark von aus. Weil es ist Halloween und Aberration sieht ja schon so ein bisschen abgedreht aus.
Also würde der 31. für Aberration eigentlich passen, weil es steht ja wirklich nur Oktober da. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wirklich released wird und Wildcard das jetzt nicht verschiebt. Und so wie wir das spitz gekriegt haben, ist es möglich, die Aberration Arc per Cluster mit diesem Server hier zu verbinden. Genau. Und wenn das hinhaut, hat DGZ zu mir gesagt, er will einen Aberration Server machen. Und will den dann hier an diesen Server mit anbinden. Das heißt, ihr könntet dann also von dieser Arc hier auf die Aberration auch ohne Probleme wechseln. Da knallt's. Und ich denke mal, das ist gerade zu Halloween natürlich eine richtig geile Sache. Weil ich denke mal, dann hat man auf dem Server hier extrem Spaß an den ganzen Halloween-Sachen. Und dann springt man auf die Aberration Arc über und... Die sieht natürlich sowieso schon total abgedreht aus. Ja, schon alleine diese Vorschau, die man hat. Also das ist ja so heftig. Das ist es ja. Und es ist natürlich auch bei der Map dann hier eine ganz gute Sache, weil ich gehe auch mal davon aus, dass man die Gegenstände natürlich hier auch benutzen kann. Ja, das hoffe ich. Und wenn ich mir mal so vorstelle, es gibt ja bei der Aberration, gibt es ja jetzt, ich glaube, über 50 Gegenstände neu, die mitgepatcht werden. Ja. Wenn man dann diese Wingsuits hat... Oh, auf die freue ich mich ja am meisten, ey. Und hier durch die Canyons durchknallt. Ich glaube, das wird mal richtig geil werden. Also, es werden jetzt Ende Oktober lustige Zeiten auf uns zukommen. Definitiv. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann da mitmacht. Und wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, wäre es natürlich super, wenn ihr jetzt auch was in die Kommentare schreiben würdet und natürlich einen Daumen nach oben gebt. Dieses Video natürlich auch teilt, damit das jetzt die richtige Reichweite bekommt. Weil wir wollen ja auch, dass der Server dann am 28. voll ist, was nicht schlecht wäre. Er ist nicht so riesengroß, es ist ein 32-Slot-Server, muss für den Anfang aber erstmal reichen. Weil es kostet natürlich auch ein bisschen was. Wir können vielleicht später mal gucken, wenn diese Server wirklich gut laufen, dass wir vielleicht sagen, okay, machen vielleicht wir hauen ein noch mal einen drauf. Genau. Da gucken wir mal. Aber da wollen wir jetzt natürlich nicht, wir wollen jetzt nicht am Anfang sofort einen 70-Slot- oder 120-Slot-Server draufhauen und dann spielen nur 15 Leute drauf. Das lohnt sich einfach nicht. Deswegen wollen wir mit 32 Slots starten. Wenn er mal nicht draufkommt, wenn es wirklich passieren sollte, müsst ihr halt ein bisschen warten. Irgendeiner geht immer mal runter, dann könnt ihr joinen. Wird uns auf jeden Fall riesig freuen. Und ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Haben wir alles, oder? Ne, die Grundregeln müsste ja eigentlich jeder kennen. Ne? Sich benehmen. Genau, im Endeffekt hier auf dem Server, wir haben keinen Bock darauf, jetzt wieder so ein riesen Regelbuch rauszuhauen, wo dann, nee, das ist, spielt auf dem Server so, wie ihr auf dem Server spielen wollt und geht mit den Leuten so um, wie ihr halt gerne hättet, wie man mit euch auf so einem Server umgeht. Richtig. Und ich denke mal, dann sollte alles gesagt sein. Dass man sich mal mit einem in die Haare kriegt, sich mal käbbelt, ist vollkommen klar. Wenn es Probleme gibt, einfach ein Admin Bescheid sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Problem, wir kriegen das nicht unter Kontrolle. Dann werden wir dann sei es drum, dann wird das und schon einschalten. Ist es ja. Aber wir wollen jetzt nicht anfangen, mit großartig hier ein Regelbuch aufzusetzen mit das darf man, das darf man, das darf man nicht. Wenn du das machst, kannst du das nicht machen, weil dann könnte das passieren. Dann macht's keinen Spaß. Dann hat man sowieso wieder nur irgendwelche Spinner mit dabei, die dann sowieso wieder einfach nur versuchen, irgendwelche Grenzen auszutesten. Es ist sinnfrei, es macht einfach keinen Sinn. Deswegen verhaltet euch auf dem Server einfach so, wie ihr selber wollt, dass andere mit euch umgehen und sich verhalten sollen. Und ich denke mal, dann sollte das kein Thema richtig sein. Richtig. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, kommt her und viel Spaß bei uns. Ne? Ja, habt Spaß auf Ark, gerade auf der hier, dann hoffentlich auch auf der Aberration. Oh. Wenn sie kommt. Oh, da freue ich mich jetzt schon. Ja, ich auch immer, glaub mal. Ich gucke jeden Tag bei Steam, ob vielleicht schon irgendwas eingeschaltet ist, aber... Ich auch. Nee, leider nicht. Morgens der erste Schritt... dieses Oktober 2017. Genau. Erstmal, erster Schritt, morgens der PC läuft, erstmal reingucken, Aberration, ne? Gucken. Erstmal gucken, toll. Steam aufmachen, gucken. Ja, noch keine Info, toll, okay. Ich mache das sogar bei Instagram immer, wenn ich bei Wildcard immer ein neues Bild sehe, was irgendwie nach Aberration aussieht. Ist das jetzt was? Ist da jetzt was? Nee, wieder nur ein Bild, scheiße. Ah, das ist halt diese... Ja, da sieht man, dieses Spiel ist... Es macht süchtig. Das ist wohl wahr. Und ich denke mal, mit Aberration werde ich jetzt auch meine 1000 Stunden dann endlich zusammenkriegen. Ja, okay.
Ich bin jetzt, glaube ich, bei 910 und ich denke mal, mit Aberration wird es dann ganz schnell gehen, dass ich auf die 1000 komme und dann... Okay, da habe ich dann doch noch so ein paar Stunden vor mir. Dann backe ich mir dann echt ein Ei. Da kannst du Gift drauf nehmen. Weil das ist dann wirklich das erste Spiel, wo ich 1000 Stunden habe. Wo ich mich dann Experte heucheln kann. Lol, okay. Weit davon entfernt, aber egal. Nein, aber wie gesagt, wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr am 28. mit am Start seid. Und wie gesagt, liked das Video. Bitte, wenn es geht, euren Freunden erzählen. Eine Runde teilen. Schreibt was in die Kommentare, damit wir wirklich richtig Aufmerksamkeit dafür kriegen. Weil es liegt uns wirklich am Herzen, dass wir mit euch zusammen wieder zocken können. Unten in der Videobeschreibung sind auch die ganzen Discords. Ihr könnt den Discords auch joinen. Im Endeffekt, dass ihr mit uns zusammenzocken könnt, ist auch kein Thema. Wir werden auf jeden Fall, wenn das jetzt startet, so oft online sein, wie es geht. Bei mir ist es natürlich so eine Sache, jeder weiß, dass ich arbeite viel, ich bin auf Kontischicht. Aber Dante ist zum Beispiel auch einer, der extrem viel Ark spielt. Das heißt, der wird auf diesem Server auch vertreten sein. Jo. Deswegen werdet ihr auf jeden Fall immer einen Ansprechpartner da haben. Jo. Und wenn mal wirklich keiner auf dem Server sein sollte, dann wie gesagt auf Discord eine Nachricht schreiben. Wir melden uns so schnell wie möglich. Das sollte genau, wir kümmern uns da eigentlich genau. Relativ fix drum. Der einzige Nachteil ist, wenn wir was public machen, ich kann hier nicht mehr nackig rumlaufen. Ja, das ist natürlich dann, wir sind hier eigentlich sonst immer mit halbnacktem Arsch rumgelaufen, weil war ja so nicht viel auf dem Server. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade 5 oder 6 Mann auf dem Server. Die Leute kennen sich, das ist in Ordnung, die wissen, dass wir Pickel am Arsch haben, dann können wir mit halbnacktem Arsch rumrennen. Richtig. Nur wenn ihr jetzt natürlich auch noch alle da seid, dann müssen wir uns natürlich wieder eine Hose anziehen, aber das ist auch nicht schlimm, da können wir auch noch mit um. Ist nicht ganz so schlimm. Oh, das wird wieder jucken. Ja, ich weiß. Da ist das scheiße. Ja. Nein, aber ist nun mal so. So, aber bevor wir euch jetzt weiter zuquatschen, würde ich mal sagen, danke euch fürs Zusehen und wir hoffen, ihr kommt. Wir freuen uns auf euch und ja, macht's gut. Schönen Tag noch, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.